Guck mal, da oben fliegen Vögel, die habe ich vorher nie gesehen. 3, oh, echt? 1. Jetzt wollte ich gerade nach oben gucken. So immer noch stochen. Aber das ist sehr schön mit drei Ranges, da brauchen ja, die Mobs zweimal länger. Irreführung für so einen Tank, weißt du? Zweimal Binding Shot. Ja, den ersten hab ich schon gemacht. Jetzt schon. Ja, ist eher alles tot. Ich warte, warte. Nächste warte. Gruppe. Geh ran, geh ran, brauchst du nicht warten. Das läuft doch aus, bis die tot sind. Das ist nicht nekrotisch, aber ja. Ja, nekrotisch ist egal. Machst du mal einen Binding Shot, Volker, bitte? Danke. Ich hab es dann. Bester Mann, Alter. Ja. Ich hab die Mobs mal von Zenka runter. Ich bin desorientiert, ne? Immer noch. Achtung. Der eine, ne? Mal doch, bevor die Pat kommt. Oh Gott. Ich zieh ihn zurück. Und Zenker, wie findest du es? tut gut! Agro? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, wenn das hier so dunkel ist. Ah, die Frage war gerade schön passend. Sie muss Jürgen lachen. Kommt. Ja, ist egal. Ich wollte nur sagen, ich unterbreche recht. Aber mich kotzt es an, dass ich mich nicht hinsetzen kann und Mana saufen kann, so wie ich das gewohnt bin. Ja, ich pull aber auch gerade die Mobs immer in so einem Ort. Ja, das macht ja nichts, nee, das liegt ja nicht daran. Das liegt ja daran an den Dingensens. Ja, ist ein bisschen, dass er dann. Das halt Interrupter da. Der kann sich nach dem Kampf erstmal 4 Sekunden hinsetzen, das meinte er. Ja, ich muss 4 Sekunden nach dem Kampf warten, dann kann ich mich hinsetzen. Oh Gott, ich hab dich MB. Jetzt. Also, Massen Stun hab ich erst in 2 Sekunden. Ich hab überhaupt nicht resettet, Mann. Was, weil ihr wieder schon so gehetzt habt. Gehetzt. Ja, ist klar. Wir haben so eine Stunde gewartet. Gehetzt, Junge. In Ordnung. So, ich setz mich jetzt hin und sauf Mana. Hey! Ja, die Pat braucht ihn noch eine Sekunde. Jetzt ist sie da. Go. Ja, hol. So. Meistern. Oh Gott, ich will nicht den Sprung abkriegen, der ist immer so gemein. Großen Sportifalls. Die ärgern mich. Mutti. Die anderen Kinder. So, guck mal, dass ihr den anderen Waffen auslaufen lasst, ja. Ja, ist schon. Ja, wenn er. Au! Au! Hat Eck, ja. Au! Ihr könnt's auch nirgendwo hinlaufen, ne? Weil. Ja, durchlaufen. Guck mal, der Nebel am Boden. Alter, der hat sich doch gerade schon hingepflanzt. Gora schiebt übelst Tilt einfach dann. Es ist wunderschön. Ich bin, ja, was gewisse Dinge angeht, Autist, ich setz mich gerne hin nach dem Kampf. Ja, weil du willst halt immer möglichst effizient sein, ja, mit Mana recken und kannst es halt nicht. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du die 8. 9. Indie machen und dich immer noch hinsetzen willst, wenn es nicht geht. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ich setz mich so gerne hin und jetzt ist hier gar Platz frei. Hasse U-Bahn. Oh Mann, da musst du mal mit der Bahn. Ey, wenn ich manchmal am Wochenende mit der Bahn fahre. Der schießt mit dem Bär hoch. Keiner. Nein. Kriegt den nicht. Ja, ja, wenn du so weit weg bist, kriegst du den auch nicht mehr, ne? Ja. Durchlaufen? Ja, mach den ja, bitte. Von mir kriegst du jetzt garantiert kein Battle Pass. Für okay, den Schwachsinn. Welchen ja. Schwachsinn? Ich habe auf den Bären gefeuert, da kann ich dafür natürlich. Ja, aber nicht auf den richtigen. Ja, wir waren auf dem anderen. Irgendwie. Also dem Schaden hast du eh keinen gemacht. Ja, aber wie denn gerade auch? Ja, könnt ihr jetzt mal die Bärentote kriegen, dass die Viecher hier abhauen, ja. Ja. Ich muss reinlaufen, da ist alles voll Fläche. Warte mal. Dann sieht die Fläche vor allem mit dem Potion wesentlich besser. Ist das neu, dass die gar keine Spur mehr hinter sich herziehen, oder macht das nur, machen das nur die Viecher von dem einen Bär? Ja, nur von dem einen. Von dem einen. Okay. Warte mal. Drei Denker Sekunden. Denker, weißt du, Hol, das ist vor allem das Potion verbraucht einfach. Jetzt nicht. Ah, ich brauche Stein. Oh, Entschuldigung, hab's vergessen.
immer noch so komische Augen über meinen Kopf. Mein Meteor hat damit mal wieder nichts jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wegen dem Jump. Ich hab gesagt, ich ziehe den an die Wand. Ja. Nein, das ist wegen dem Jump gewesen. Das Meteor. Ich glaub, jetzt nämlich auf mich. Oh Gott. Damage, Alter. Kann man den nächsten jemand abfangen, der nicht ich bin? Ich denke, ich geh mal nach hinten. Ich glaube irgendwie dem Healmeter gerade nicht, dass ich jetzt das bisschen 600k fahre, das glaube ich nicht. Wo soll ich denn das machen? Hier kommt doch gar nicht rein an Schaden. Ich denke, geh mal nach hinten. Volker kriegt sonst den Debuff wieder so hart ab. Scheiße, ich komme nicht raus. Ist das auf momentaner Kampf? Ja. Ja, wenn ich jetzt wieder sterbe hier, ne? Ja, heul doch nicht rum. Mach mal die Ads. Dann switch halt auf die Ads, Junge. Das ist tyrannisch. Was muss fallen? So, Volker, geh mal ein Stück nach vor, bitte. Also vor mich, damit ich den nächsten Sprung abdrück. Boah, und dann spawnen natürlich die Scheiße jetzt wieder, Alter. Boah, der macht aber auch Schaden. Achso, ist tyrannisch. Wird mich davon nicht berühren lassen an der Stelle. So, down machen, bitte. Dauert schon viel zu lange. Jetzt sind wieder einen seltsamen Albtraum. Genießt es und bete, dass ich nicht der Nächste bin. Du verpasst was, ne? Mach das die Triade, bitte. Verpasst das ganze Rot auf Schwarz, Alter. Achso, ja, ich schmeiß mal eben einen nach. Endet an der Schwelle des Albtraums. Schweigt, wenn man nicht erwischt. Öffnet euren Mund erneut und es wird ein Schwert. Die ganze Triade, Alter. Läuft sie denn hin? Ich meine, nur weil Spannung, wir auf die ja. gehen sollen, heißt das nicht, dass Agrupa ihn einfach ignorieren kannst, oder? Ich finde das halt geil, wie du Agro ziehst, so. Ich weiß nicht mal wie, aber. Ja, Zenkri kriegt das mit dem Agro wesentlich besser hin als Soka. Zenkri haut vor allem auf andere Viecher als der Tank, deswegen zieht er mehr Agro als der Tank. Ja, es hat, eine Magie, ne? So, warte mal. Stammst du oder soll ich? Oh Gott. Oh nein. Also halten wir fest. Warte, bis sie steht einfach. Fast. Halten wir fest, wir meine können. Wahl der Ziele ist immer besser. Ich wähle jetzt einfach nur die falschen Ziele aus. Warum ist die Trap jetzt gebrochen? Ach, wegen der Boost. Weil ich geboost hab. Okay. Entschuldigung, ja, ich war eben schon dabei, als du geschmissen hast. Ja, okay. Siehst du die ins Haus? Ja, hab ich vor. Schön. Ja, mach halt. So, kann der Rest bitte auch mit ins Haus kommen, so. Mal keinen Schaden auf die Triade machen. Weil die habe ich nicht im Target und so. Ich einfach schräg hin. Vor allem ist immer noch. Ich hoffe, draußen. Die entscheidet sich jetzt bald mal hier auch ganz reinzukommen. Ja, aber ja, irgendwann auf irgendeinen wirft sie da. Ich vermute, dass es Polka ist. Ja, er kriegt konstant einen auf die Fresse. Das ist konstant. Ja. Ach, Clara, mehr als bitte, ey. Alter, was macht die denn? Können wir irgendwie mal jetzt hier Gas geben, weil es ist ja, nur eine plus 13 und wir können hier was machen, ne? Ja. Wir können hier Dinge machen. Sachen machen. Scheiße, ja, das ist das falsche Problem Ziel gewesen. Ist, so, du kannst halt auch die. Was bringt es uns zum Beispiel, wenn wir jetzt meinetwegen noch eine Dryade gepolt hätten, die Pat? So, die Pflanzen gehen ja nicht down, bis wir die Remolos-Wächter down haben. Und, weiß ich, dann hast du halt noch eine Dryade extra, die halt nach hinten springt und die sowieso nicht im Krieg mitfällt. Ja, aber man es das geht halt trotzdem machen, schon die ganze Zeit zu langsam hier. Ja. Wo ist denn mein Soka hier? Hinter dir. Hol noch eine Gruppe. Ich fang mal ich. Und Senka, wie findest du es? Was? Achso, das. Ja, momentan sieht man hier jetzt nicht so viel, ne? Naja, aber ich find's aber besser. Könnt einer die Trap legen für die Dryade, wenn die hier ist. Dass sie sich nicht wieder verpisst. Ja, aber ist doch egal, wir machen die eh mit dem Laufen. Naja, wenn das dein Wunsch ist, natürlich. Ich krieg keine Procs, Team. Was denn? Ist sie zu langsam? Hm.
Ja, dann zieht die halt mit runter. Ich wünsch, wir hätten halt einen DK mit Grip oder so. So, du bist du vorne, ja. Mich jetzt alle? Wo bist denn du? Na, ich pull die nächsten Gruppen. Ah, die Mobs laufen hier an mir vorbei. Oh, scheiße. Ja, natürlich, weil ich die so hochgeschossen hab. Ach so. Ich darf's halt keine Aggro ziehen. Bin verängstigt. Natürlich jetzt schlecht. Ja, RIP. Naja. Ja, nicht mehr. Ja, du, ja, stimmt, du bist tot, ja, das habe ich jetzt erst gesehen. Ja. Ich weiß nicht, das ist eine Dryade, die nicht getankt werden muss. Könnt ihr da einfach vorbeilaufen, die kommt danach. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die Hälfte von euch ist irgendwie nicht in Range, ich weiß nicht, wo ihr rumspackt. Also ich turn die ganze Zeit in den Ads hier rum. Ich turn hier gerade. Du bist doch der Einzige, der in Range ist. Ich war gerade tot, ich musste gerade laufen. Man könnte ja auch mal so unterbrechen, wenn die die roten Strahlen dort so machen, ne? Also so ein. Ja, der eine, der immer die Interrupts macht, ist halt nicht da. Bist tot. Ernsthaft, ja. Und ich 4 Stacks. Weil ich schon wieder weggerannt bin hier und nichts machen durfte. 5 Stacks, Jungs. 5 Stacks und ich hab kein einziger hier unterbrechen. Kann mich mehr retzen. Ja, ich habe jetzt gerade noch einen Trank nach. Luca, retz mal bitte. Zenkre, du kannst sowas auch nicht, ne? Unterbrechen und so, das ist. Das ist schwer. Das war nicht das Matches Problem. Nicht, oder? Das Problem war die 5 Stacks. Und ich hatte kein Alphabet. Nee, aber nee, das Problem war, dass dein Heiler tot war, weil keiner unterbrochen hat. Ja. Ja, ich kann nur einen. Der eine Typ, der das macht, war tot. Und der so andere ein Mage kann bestimmt auch unterbrechen, weißt du? Ja. Womit denn? Mit 24 einmal. Sekunden CD. Ja, einmal. Ja, geil. Einmal alle 24 Sekunden. So, und ich habe halt noch eine Ratio, mit der ich unterbrechen kann. Das war's. Das habe ich halt gemacht, um zu pullen. Also, um die alle schön zusammen zu ballen. Bull. Einschlafen dabei. Ja, ich will hier meine 2 Kisten rauskriegen. So wird es nix hier. Naja, 2 Kisten schaffen wir easy, oder? Nutzen wir bei der letzten Gruppe einfach wieder ein Invis-Pot. So. Wisst ihr, was die kosten? Man kann auch die aus VOD benutzen. Ich habe gehört, die sind wesentlich preiswerter geworden. Hm. Hier Säcke, ne? Ich war am Anfang, wo ich die entdeckt hatte, dass es die gibt, so geizig. Ich bin mit meinem Alchi rumgerannt, hab die WOD-Mats gesammelt. Ja. Und mir die hier selber hergestellt. Ab dem zweiten Mal war ich zu faul. Ab dem zweiten Mal war ich zu faul. Vor 2016. Ich mach mal hier die Pflänzchen kaputt. Oh, warte, ich kann das auch. Ja, ich weiß. Aber. Lagerfeuer abgeben. Ich muss eine Burstphase reinbekommen, sonst holt Polka mich. Hütet euch. Das ist diese Woche echt nicht spannend hier. Nee. Die Bosse dauert lange. Der Trash dauert lange. Alles ist halt so auf Verzögerung ausgelegt aufs Warten. Solange wir die Steine. Aber wieso dauert denn der Trash lange? Also. Na, weil du halt immer absetzen immer verstärkt. Musst. Ach Quatsch, ihr müsst doch nicht absetzen, hab ich euch schon gesagt. Solange ich nicht gefühlt werde, geht das. Der Trash dauert ja nicht lange. Wir sind ja eigentlich relativ fix unterwegs. So, wir haben 8 Minuten gebraucht, seitdem wir den letzten Boss gelegt haben. Kommt dir halt so vor, weil der Boss so lange gebraucht hat. Hätte ich doch besser vor. Weil wir halt keine Riesenpuls machen, wie wir sonst. Achso, warte mal. Irgendeiner rennt hier falsch. Ja, ich hab's auch gesehen. So, habt ihr alle mit Death Ready? Nein, mein Block hat immer noch CD. Egal. Alle mal Gora halt, dass du zu kriegen hast. Ja, ich war jetzt nicht vorbereitet, ne? Nur so, ja, bei Gora überlebt. Ist okay, ich hab überlebt. Gora überlebt auch. Yeah, yeah. Tank den, ich will nicht sterben. Schon wieder. Hoppel. So. Es wäre cool, wenn ihr zugottet gewesen wärt. Ja. Mach den. So, naja. Kommt ja. Über den Gora, oder? Ich brauch ja kein Mana tanken und so zwischendurch. Ich bin immer ja, ready. Ja, schwer, dass ich langweilig, weißt du. Dann geht sie zu schnell. Ja, trotzdem weißt du, dass ich nach jedem Scheiß mich hinsetze und Mana sauge. Ist dann alle? Naja. Jetzt. Habt ihr jetzt für die nächste Gruppe irgendwas? Also, Gora, wir machen jetzt gleich nochmal so ein. Ja, ihr seid, ich behalte das jetzt auch so. Bis zum Boss setze ich mich jetzt nicht nochmal hin. Die Dinger geben Stacks. Ey, fuck me, Alter. Weg, 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 weg.
Ja, nicer Refresh nochmal am Ende. Ich habe in 20 Sekunden Bubble für mich, ansonsten. Nee, ich hab einen Eisblock jetzt. Mach ganz normal. Ja. Als wenn nichts wäre. Ja, ich hoffe, du bist bereit, Bohrer, ne? Ja, ja, ich bin bereit. Ja, macht die mal ein bisschen gleichmäßiger, bitte. Ihr habt noch eine Gruppe gezogen. 9 Stacks. Damage. Oh Gott, hört auf, hört auf. Oh. Könnt halt nicht noch eine Gruppe adden, wenn wir 9 Stacks haben, Alter. Das ist halt mega heftig. Ging doch. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ihr macht euch im Kopf über so einen Scheiß, ey. Ja, frage ich mich auch, wer das war. Ich weiß gar nicht, wer das war. Tankre, was machst du denn, Junge? Ich sitze und sauf jetzt, by the way. Ja, ist in Ordnung. Wir haben uns zwei. Ich hab nur Angst gehabt, dass Zenker den fetten Elementarpult, wenn den wieder machen. Wir laufen dann durch. Da sind immer noch welche. Was macht ja, der hier? Wir laufen dann mit. Da vorbei. Zenker, wenn dann Ignite eben gespreadet hätte, ja. Wir hätten dann gekickt. So krass spreadet das solche so. Oh, strengt euch an. Bloß gut, ich hab das auf Aufnahme. Seine Aussage, so krass, spreadet das jetzt auch wieder nicht. Wer hat das für Weltblick? Also so weit nicht, das hat nicht so. Ich hab viel Akku, ich war keine Ahnung erstmal. War glaub ich. Aber die geben keine Stacks. Wäre auch ein bisschen so. Halt, mach los. Cool. Darf ich hier Kampfrosch ziehen oder beim letzten? Ja, mach einfach. Nee, warte mal, mach egal. Dreh den irgendwie weg von mir, das wäre nett. Und hol den ein bisschen von den Eiern dort raus. Ja, sogar dem. Bin ich ein bisschen stärker geworden. Lauf einfach. Was macht ihr denn? Warum habt ihr schon wieder Ads? Weil Soka erstmal fett in die Eier reingerannt ist. Alter. Soka, so viel dazu. Ich hab den gespottet. Ja. So, wenn der den, wenn er den Atem anfängt, dreht er sich nicht mehr weg. Herzlichen Glückwunsch. Vibe einfach, Jungs. Schön. Ja, und vermute, wo steht Zenkre? Wo steht dieser Idiot von Zenkre? Hinten einfach. Wie ist es gehört? Ich vermute, dass Zenkre Aggro gezogen hat vom Boss und Zenkre irgendwo hinter mir stand. Nein, ich hatte nur Aggro von den Wölblingen. Ja. Aber der Boss dreht sich nicht einfach zu mir um im Normalfall. Ja, aber was stehst du bei Skittish auch so weit vorne? So. Was? Ja, der Boss hat, dreht könnt sich trotzdem nicht einfach zu mir um. Heal Aggro beim Boss zu kriegen ist schon. Können wir den bitte jetzt einfach irgendwie uns sterben lassen oder so? Oh Gott. Ich benutze jetzt keine Potions mehr. Die Chance, dass blöd einer von euch Akku hat, ist wesentlich höher als dass ich sie hatte. Ich kann es überprüfen, ich hatte sie garantiert nicht. Also wir hatten sehe ich zweimal, im Video dann, ob ich Akku hatte. Er hat zweimal im Deal auf dem Boss. Die Chance, dass sogar keine Akku hatte, ist relativ gering. Ich bin der Meinung. Wieso hat er sich dann zu mir umgedreht? Ja, weil es Gittischwoche ist. Du hast gerade selber gesagt, die Chance, dass sogar keine Akku hatte, ist relativ gering. Ja, ja, am Anfang hatte ich auch Aggro und dann stand der auch bei mir. Warte mal, boosten wir bitte wieder. Oh. Die Falle war ja. Ey, komm, die hat so eine lange Travel Time. Jetzt kommst du. Ich boah. Ja, da gehen die zwei Kisten Mobben natürlich dahin. Na, natürlich stehe ich vorne beim Boss. Du weißt, wie der Abwind ist. Da steht halt nicht in der Nähe vom Ref. Ja, ich stand an seiner Seite. Ich habe sogar 20 Mal gesagt, der soll den scheiß Boss ziehen. Und was macht er? Der geht 2 Meter zurück, guckt, Boss kommt nicht, gehe ich wieder ran. Ey, Gora, wenn der seinen schwulen Atem macht. Gora ist wieder so richtig freundlich einfach. Ja, wenn er dir seinen schwulen Atem macht, bleibt der stehen. Da kann ich ziehen und laufen, wie ich will. Ja, aber der dreht sich mit seinem schwulen Atem. Das Video sehen, weil da dreht sich doch mit seinem schwulen Atem doch einfach nicht zu mir um normalerweise. Aber es ist Gittischwoche, da ist es nicht normal. Du kannst das überprüfen im Video. Ich werde keine Akku haben dort. Das wirst du sehen. Ja, dann machen wir halt so, oder? Das ist gut, dass du das machst, da kommt das wenigstens immer. Oh. Irgendein Idiot ist wieder reingelaufen. Also, diesmal hat der Polter Akku. Irgendwie. Genau, dann mit, aber trotzdem. Na gut, jetzt habe ich direkt ein Pista-Pyro-Papier. So, sogar, du ziehst ihn gleich weg dort. Du pulst ihn schon nicht. Also. Geh gar nicht so nah ran, der kommt sonst hier nicht mit. Zieh den weg. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, so passt. Ich stehe jetzt so, dass ich nicht hinter Gora stehe, nicht direkt. Ich stehe auch nicht hinter Gora. Volker steht halt direkt neben Gora, aber. Ihr müsst doch halt nah dran stehen, ne? Weil sonst wegen Eiern und so ist es nicht so schön. 10 Grad Akku. Ja, hat er nicht. Hatte. Oh, ich hasse Drecksabwind. Wieso läufst du noch nicht schon Zeit hier rein?
Ich bin doch da gestanden, Mensch. Ja, du musst Zeit ja loslaufen. Du siehst das Fett auf dem Bildschirm. Oh! Da rennst du schon los. Immer, wenn ich meine scheiß Rune lege. Danke, so. Spiel. Schön abgekriegt, Zucker. Also 10 out of 10. Jetzt brauchst du noch nicht in ihm drinstehen. Aber sobald auf deinem Bildschirm steht Abwind, rennst du schon mal los. Jetzt. Richtig, dann passiert dir nichts. Ja, richtig. Na, guck mal, wo ich stehe. In den Eiern. Oh Gott. Achso, das war... Ja. Ja. Ach so, du bist halt immer durchgerannt, oder? Oh fuck, Alter. Mach die Eier down. Mach die Viecher down, meine ich. Boah. Mach die Eier down. Zieh den mal raus. In die Eier. Zieh den nach hinten. Ich bin ja nicht reingesprungen. Das war immer noch die, die ihr gepult habt. Ich hatte die Anweisung, cool, mach die Eier down. Also reinspringen in die Eier. Oh Gott, das hab ich getan. RIP. Aber bist du RIP wie Zenkre dort hinten in der Ecke? Hä? Was? Hat du rausgeblinkt? Jetzt ich Weißt du, seitdem ich das nicht mehr arrangen kann, ist das halt mega gay geworden einfach schon. Machst du nix. Laura, geh mal nach hinten. Musst den Boss drehen. Könntest du das vorher sagen? Alter, könntest du das sagen, bevor du das immer, machst? Wenn ich mir gerade so gemütlich gemacht habe, weißt du? Ja, was soll ich machen? Soll ich in dem Scheiß stehen bleiben? Nein, ja, das hat nein, verpasst. Scheiße. Fuck. Was macht denn ihr? Wieso denn immer mehr? Wieso denn? Seid ihr... Könnt ihr nicht laufen? Ich kenne da so einen, der hat Probleme mit dem Laufen, ja. Bin wieder tot, wegen Akku durch Ads. Diesmal. Mach die ja, down, jetzt. Den aber doch down. Bitte, ehrlich. Wo ist denn das Problem? Du liest Abwind, läufst los. Oh Gott, krieg ich grad aufs Und Sack. Man steht nicht so wie Eldo irgendwo am Arsch der Welt. Hey, ich habe keine Eier ausgelöst. Ich kann machen, was ich will, ich bin Hunter. Ich habe zweimal Movement Speed Increase und einen Rückzug. Ja, dann, wenn du das so machst, ist das in Ordnung. Aber ich verstehe halt nicht, was das Problem ist. Man liest Abwind und rennt schon mal los. Ja, aber ich bin faul und muss noch meinen Cast durchbringen, weil die Pässe fahren. Nee, jetzt geht es um Zucker. Ja. Wäre ich langsam. Laufe bei Abwind los. Und ich habe nur mein Pferdchen. Und wenn ich das zünde, wenn Abwind kommt, laufe ich durch den Scheißboss durch. Richtig. Und wenn ich stehen bleibe und weiterlaufen will, dann laufe ich zu spät. Du musst nur in die Mitte des Bosses reinlaufen, Zucker. Du musst da nicht einmal durchrennen. Das geht nicht darum, wer am schnellsten durch ist. Kannst du mit dem Pferd überhaupt anhalten, Zucker? Bitte? Ja, kann er. Mit dem Pferd anhalten. Kann er. Was kann ich? Ob du mit dem Pferd anhalten kannst. Ja, kann er. Ja, ja, ich kann stehen bleiben, aber das... Wenn du dann kurz stehen bleibst, ist es zu spät. Also er kann mit dem Pferd stehen bleiben. Das ist immer die Entscheidung vom Pferd. Pull. Aber in der Mitte des Bosses wirst du doch gar nicht mehr bewegt. Du rennst halt nur in die Mitte rein und fertig. Übrigens, das wäre auch nur eine Kiste mehr, wenn überhaupt. Ja, na, weil ihr so langsam seid. Nee, weil ihr mich zweimal gestorben habt. Ist gestorben habt lassen. Weil ihr mich schönes Deutsch, ich weiß, ja. Ich hab Aggro von allen Sachen gerade, wirklich von der ganzen Gruppe einfach. Dankeschön. Euch auch. Ey, komm, jetzt reicht's. Ach, Sokas. Nee. Ich dachte gerade, Soka liegt hier am Boden, aber das war eine Saatür. Alles gut. Wie seid ihr jetzt? So seid ihr aus? Vor mir, seid ihr hinter mir? Was macht denn ihr da hinten überhaupt? Na, Aggro haben und weglaufen, weil man nicht sterben will. Ja, Aggro haben und weglaufen, vom Punk weglaufen. Ich bräuchte jetzt mal so Mana. Ja, machen wir, weil wir genug Prozent haben, sonst schaffen wir das nicht mehr so richtig, oder? Ich habe genug Prozente hier mit der Gruppe. Ja, ich weiß, aber wir haben genug Prozente, meine ich damit, aber wir schaffen sonst nicht mehr einen Time. Und jetzt noch eine Gruppe extra machen und dann nochmal Xavier's und dann... Ja, ich mach jetzt keinen Burst mehr, ne? Also ihr müsst dann kurz warten mit dem Invis-Pod, ne? Wegen den Sticks. Ich bin außer Reichweite. So. So, das war mein letzter Invis-Trank. Ich glaube. Soll ich mal was empfehlen, Goran? Und zwar diese Verzauberung, warte. Du kannst mir jetzt mal nochmal den Namen des Invis-Trankes empfehlen, weil ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Gaggeldrink. Ja, schreib das mal oder link das. Die neuen. Genau, ja. Das sind die neuen, ich glaube, die sind aber teurer. Nee, aber diese Mana-Sucher-Rezept, da können manchmal so Sachen drin sein wie Pots. Ich ziehe da immer so Pre-Pots raus und manchmal Flas. Mhm. Also, wenn du mal ein paar Mobs hin und wieder killst, dann lohnt es sich halt. Ich hasse dieses, die schwachen Ausbeuten, ne? Warum macht er das nicht immer auf Zenkre? Der fährt immer so eine Kack-DPS.
Tyrannisch Woche, in den Bossfights habe ich hier ein bisschen. Bisschen mehr Bums jetzt. Ach, so kann die Paranoia ab. Der Rape Blitz einfach. 2/3 meiner HP. Jetzt hab ich auch noch den Dreck Silence, Alter. Wenn er diesen komischen, schwulen Dingens macht, sagst du mir vorher Bescheid, bitte. Ja, gut. Pass auf, ne? Ja. Oh, achso, nee, du sollst aufpassen, weil du deinen FCD dann ziehen musst bei 50%. Ja. Wenn er seinen elenden Cast macht, sag mir vorher Bescheid. So 2 Sekunden. Jetzt gleich irgendwann jetzt. Okay, das Timing war ein bisschen auf, Alter. Normalerweise wäre 50% gedroppt. Ja, ich hätte Gora wenigstens geben können, ne? Wir sind nur plus 13. Elolin ist jetzt online. Boka und Senkre sind jetzt online. Ja, wir haben alle drei irgendwie gleich gesagt. Komm mal hier raus. Haben wir die Gilde umbenannt? Oh, war weg von mir. Genau, ja, du rennst doch zu mir rein. Ich weiß. Tut mir leid. Meine DPS wieder gelitten. Schön auf Zenkre. Muss ich ihn noch heilen oder schafft er das jetzt auch ohne ihn? Ich fänd's irgendwie schon geil, wenn ich dann gezwungen werde hier. Oh, ey komm, er hat mega hart in deine Richtung geguckt, Zenkre, ne? Ja, aber ich stand die ganze Zeit als einziger bei Volker drin, da konnte ich ihn auch nicht im Stich lassen. Doch. Weil entweder es hätte dich oder Volker getroffen, weil er genau in eure Richtung geguckt hat. Habt das jetzt langsamer, weil so Mana geht langsam alle und so. Ja, ist in Ordnung, wir haben es jetzt. Soka stirbt jetzt noch oder so. Ich sterbe. Ja, Zenkre, was war das für eine DPS damit? Schlecht. Oh, ja. Und so. Oh, schon wieder dieser Hellmann. Kann mal einer irgendwie posten, weil ich hab halt auch. Kann halt irgendwie auch nicht stimmen. Nee. Was hab ich denn? Warte. Oh! Oh! Was? Ich hab was, was wir machen können auf 14. Ne, ich hab auch nicht resettet. Hat jemand resettet, Gora? Ja. Okay. Belief. Gesamt? Ja. Also nur für diese Inni, ne? Ich einfach überlege, dass ich bei der einen Mobgruppe einfach tot war. Gotcha! Ja? Soll ich dir sagen, warum? Weil ich bei der Gruppe gestorben bin, wo die auch Gora gekillt hat. Weil das sind 5 Mobs, nehmen richtig 4 P. Also das hast du gekickt von Stein eigentlich. Hoch der Stein. Die mich gekillt haben, weil ich Akku hatte oder weil keiner unterbrochen hat. Ja, genau. Da bin ich auch gestorben. Da kann man schön viel DPS fahren mit den Dingern. Weil die haben viel AP und weiß nicht. Halt noch einiges aus. Ja, dann lass halt Hof machen. Ich bin gerne in Hof. Droppen mal gute Sachen für mich. Ja, die war auch vorhin jetzt nicht so dramatisch schwer. Nö, nee, bin ich auch der Meinung. Du hast ja mal wir hatten die auf 13 gemacht, ne? Dass in der Gildennotiz zu Soka Sökurt steht. Sökurt? Sökurt. Warum? Was steht da drin? Sökurt. Kann ich die eigentlich noch ändern? Ja, ich kann die halt auch ändern, ne? Ich glaube, das war Shaco, der die mal aus Meme geändert hat. Willst du irgendwas Bestimmtes haben, Soka? Schreib mal meinen Namen rein. Okay, warte. Wieso kannst du die ändern? Das können, glaube ich, alle, oder? Ich kann die nicht ändern. So, einfach nur, um mich zu triggern. Ach, verdammt. Vor allem schön die Rechtschreibfehler drin, einfach. Oder? Warte mal. Ideal, ja. Warte mal. I und A vertauscht. Nee, sonst wirkt das dumm. Aber das ist besser. Habe ich das I noch groß geschrieben? Was ist denn los hier? Fettfinger. So. Wieso heilig? Weil du Paladin bist. Weil du Paladin bist. Wer war das doch mal, wo einer gesagt hat, irgendwie, meinst du, schaffst du das noch rechtzeitig? Ich glaube schon. Und dann, ja, Glaube ist für Paladin auch wichtig. Richtig knochentrocken rausgehauen. Das war irgendwas mit Moon. Boah. Da hat jemand zu Moon einfach und das war so richtig trocken, Alter. Ja. Boah. Oh, das ist ein Artefakt. Oh, hier.
1,8 Millionen. In 19 Stunden. Was ist denn die nächste Notiz für die Zentrum? In weniger als 19 Stunden. Ja, okay, dann mache ich ihn noch nicht. Glaube ich. Und ich werde mich ihrer annehmen. Könnt ihr das nachgucken? Ja, nicht schon lange. Also bei mir in 13 Stunden. Also bei mir in 1,9 Stunden. Dann wird es bei euch früher sein. Denke ich, würde morgen nochmal so einen schönen Netherportal-Farmtag machen. Ich würde morgen ganz gerne den Nighthold NRC durchballern. Oh. Ja. Gora? Ja. Ich habe jetzt auch die schwule Quest mit dem Serpentix. Also, falls noch Lust oder sowas später ist, dann. Meinst du, das sind 10 Stunden fertig? Ja. Volker, drück drauf. Ich brauche mit dir. Ruf der Sterne, oder? Ja. Aber wir stehen schon da. Ja, ich sehe das Arcus oder so. Bin zwar in der Inni, aber ich sehe euch trotzdem draußen stehen. Könnt ihr euch vorstellen, in Arcus die erste Gruppe mit dem Polstering dann? Wow. Ja, aber ich glaube, die Kleinen machen nichts mehr. Ich denke mal, ja, aber bolstern die nicht auch? Die bolstern. Die haben auch keinen Bolstern. Aber die ganzen Spinnen zum Beispiel bolstern. Ja, die. Nee, aber alles, was auch Bolstering macht, müsste ja auch Platz machen, dementsprechend. Das ist mein Gedanke. Die Ratten und die Spinnen alle. Na, und die Mana-Würmer zum Beispiel doch auch, oder? Hat einer irgendwie von jetzt gezählt, wie viele Würmer das dort sind? Viele. 10. Schauen wir das? Sind wie viel Prozent dann? 50 oder was? 50 pro Tick, ja. 50% pro Tick, 40, also das Leben Ticks, also das heißt 200, ja. 200%. Das heißt, du müsstest prinzipiell jeden Charakter 300% heilen. Ja, du gibst mir dein komisches Dingens da und dann passt es. Ja. Ja. Wir drücken halt alle Immunity und hoffen, dass es funktioniert. Weh, ich sterbe. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich kann dir das nicht versprechen, dass das passt. Es ist schade, dass wir diesmal keinen Grip haben, das war eigentlich vorhin richtig Neues. Achso, diesmal KR beim dritten Boss. Ich hoffe, es ist noch irgendeiner draußen. Ach, scheiße. Wieso? Ich hab den Port gerade erst angenommen. Wir haben nicht resettet. Ich bin doch schon in der Indie drin, was habt denn ihr? Ja, wir haben auch nicht resettet, Mann. Wir haben nicht resettet. Ja, wo seid ihr? Drin. Ja, mitten in der Indie. Ich stehe am Eingang. Hey, warte mal, du kannst hier irgendjemanden ansprechen, oder? Hier schon? Ja, aber noch mal rauslaufen. Wieso stehe ich dann am Eingang? Ja, weil du irgendwie ein Plepp bist und wir nicht. Weil Zucker zuerst. Nee, warte, du bist vor Zucker reingelaufen. Jo. Und als Zucker dann die Indie reingegangen ist, ist es seine geworden. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ja, wir können aber gleich. Wir sind hier gleich am Anfang. Wir brauchen hier zurück, fertig. Ja, das war eben kein. Ich hab's vergessen. Ja, das ist gut, da kann die Indie schon mal vorladen, weißt du, für mich. Ja. Was ist das jetzt? Ein 14er Mor. Ja. Hat's geklappt? Nö. Doch, hast du gemacht. Was? Es hat geklappt. Es hat geklappt. Sehr gut sogar. Was ist denn passiert? Jetzt kann ich nicht mehr hoch. Warum kann ich nicht mehr hoch? Weil du im Kampf bist? Ja, aber so eben kann ich doch noch hoch. Hä? Mach so. Was ist denn da? Sehr toll, jetzt kann ich nicht mehr looten, ne? Hat er sich selber eine Falle gestellt. Aber die Idee war gut. Das resetten jetzt. Und ach so, portet nochmal Volker. Ich will looten, ich kann nicht looten. Wie komme ich da ran? Er lockt drauf. Sportet. Weißt du, wenn ich zwei Leute, die hier nicht rumgimpen und versuchen, irgendwelche Sachen auf den Teleporter zu looten. So. Hast du gekriegt? Müsste jetzt eigentlich stehen, ne? Ich bin zurückgesetzt, hatte ich, glaube ich, hoffe ich. Bleib mal draußen, sicher. Sag mal, dass ich reingelaufen bin. Nein, ja, ist resettet. Denkt man Treppen. Oh. Schön nochmal zum Abschluss auf Gilde retten, weil gehört es. Ich hab, was ihr braucht. Geht das überhaupt? Der hat doch alles rausgenommen, was er gehört hat. Also steht, ich kann da auf Gilde rappen, also rapp ich auch auf Gilde. Schön, dass ich helfen konnte. Also hat das Gold nicht rausgenommen, das war jetzt ja nicht so klar. Da konnte er wahrscheinlich nicht. Also eurer Gildenmeister direkt gelieft, oder was? Also doch, ja. Der Gildenmeister ist gelieft. Einer der Offis, einer der anderen Offis. Was macht die drauf? Wie lief denn ein, also euer eigener Gildenmeister? Was habt ihr mit dem hingestellt? Weil er ja auch nicht der eigentliche Gildenmeister war, sondern den Gildenmeister-Posten, von dir meinen Gildenmeister auf den Deck gekriegt hat, der aufgehört hat zu spielen. Ja.
Der ist inaktiv gegangen, der Gildenmeister. Könntet ihr mal bitte von eurem Rap-Mount runtergehen? Mhm. Also, Logan. Ist inaktiv gegangen, hat er halt gesagt, naja, überträgt das halt auf den Gildenrat, also die Office. Dass sie sich das halt zusammen machen. Aber natürlich braucht einer den Titel des Gildenmeisters, und das war halt er. Und er hat halt erst gesagt, ja, er wird das erstmal mit dem alten Gildenmeister halt absprechen, wie es läuft. Hm. Jetzt damit, weil er ist ja weg. Und dann gibt er halt die. Guck mal, Abwand. Das spawnt jetzt neuerdings unter einem, nicht mehr vor einem. Alle sind bereit. Ich wollte es gerade aufstellen. Schade. Ich glaube, es ist despawned einfach. Nein, das despawnt nicht. Doch despawnt.